herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wie ihr sicher schon gelernt habt, und zwar auswendig in den letzten 160, 165 Folgen, ist, dass ihr uns jetzt da endlich auf Instagram und Facebook folgt und uns definitiv auf Patreon und Steady Geldmenge X zustecken sollt und wollt, weil das ist total cool. Und wir dafür meistens den Flo bei uns haben. Also wir sind in dem Fall ich, so königliches Plural. Aber manchmal haben wir dafür auch ganz tolle Gäste bei uns. Eigentlich relativ häufig, weil wir haben immer nur tolle Gäste. In dem Fall, also heute, ist es die Ida Sophie Hegemann. Grüß dich. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Danke fürs Kommen. Du bist eine der neuen Riege der aufstrebenden Trail-Stars. Würde jetzt einmal ganz salopp so sagen, weil Menschen, die so 10, 15 Jahre länger das Ganze schon machen, kommen meistens eher aus dem Berglauf oder aus dem Mountaineering. Ja, oder aus dem Wandersport, also, genau. Genau, ja. Aus dem Wandersport. Und wir haben jetzt schon ein paar Gespräche geführt mit großteils Damen in deinem Alter, du bist 25, die von der Bahn kommen, die von der Straße kommen, also jetzt dann nicht wohnhaft, sondern lauftechnisch, die dann auf den Trail abgebogen sind, aus den verschiedensten Gründen. Bei dir war es, soweit ich das mitbekommen habe, einfach ein, ich mache mich auf der Straße beim Laufen einfach immer wieder kaputt und dann gehen wir halt lieber in die Berge. Ja, genau, so in etwa. Na, es war echt eine Verletzung und danach mehr oder weniger ein glücklicher Zufall, der mich zum Trailrunning gebracht hat. Ja, genau. Und du bist jetzt das seit 2017, wenn ich richtig informiert bin, am Trail unterwegs, was jetzt ja auch schon ein paar Jahre ist. Und du bist nicht nur Zaungast und anwesend zum Landschaft anschauen, sondern du versuchst das Ganze auch ein bisschen kompetitiv anzulegen. Also wirklich, es ist nicht nur Hobby, sondern du versuchst auch Erfolg zu feiern. Ich habe meine Leidenschaft momentan zum Beruf gemacht, ganz genau. Ja. So, liebe Kinder, und bevor ihr jetzt glaubt, toll, toll, wir kündigen direkt mal in der Schule, sie hat auch was gelernt. Sie ist auch auf die Uni gegangen und hat den Bachelor fertig und macht jetzt bald den Master. Genau. Also nicht gleich alles anzünden. Ja, und du bist 2018, waren dann schon die ersten Erfolge, glaube ich. Du bist, glaube ich, nach ein, zwei Rennen, die du, also du warst auf der, um ganz von vorne anzufangen, du hast früher Tennis und Ballett gemacht. Genau. Dann, und Hobbysportarten aller Art, inklusive Fußball. Und alle haben da gesagt, es wäre aber vielleicht am schlausten, wenn du einfach nur laufst und nicht irgendwie Bälle mitträgst. Ja. Na, ich habe immer die sehr, sehr großen Schritte gemacht. Ich war bekannt dafür, ewig ausdauernd über den Platz zu rennen, egal ob beim Tennis oder beim Fußball, und dafür nicht so die Sprintfähigste zu sein. Und ich will jetzt nicht mich zu klein machen, aber ich glaube, das große Balltalent hatte ich nicht wirklich. Da haben meine Eltern lange an mich geglaubt, aber ich glaube, ich wäre am Ende nicht zu den US Open gekommen. Also der Umstieg auf den Laufsport war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Mhm. Nein, ich bin mehr oder weniger auch da schon durch Zufall zum Laufsport gekommen. Mein Sportlehrer hat mich damals im Gymnasium entdeckt, oder er war ein Fan von 800 Meter und 3 Kilometer Läufen im Sportunterricht, und ich war meistens schneller als die Jungs, und dann hat er irgendwann gesagt, komm, lauf am Wochenende mal bei den 5 Kilometer Straßenlandesmeisterschaften. Ich glaube, das waren damals die von Hessen oder Thüringen, was nicht so weit von uns weg war in Duderstadt. Und da habe ich gewonnen und dann ging das eigentlich ganz schnell, und nach 3, 4, 5 Straßenläufen war ich in der deutschen Bestenliste damals, ich glaube, es war U14 oder so, ich glaube, zweite oder dritte, und dann kamen die ersten Kadereinladungen, und dann bin ich 2012 aufs Sportinternat nach Hannover am Olympiastützpunkt gewechselt und habe auf der Straße Distanzen, ja, manchmal musste ich auch 800 laufen, aber hauptsächlich von 3000 Metern bis 5000 Metern gemacht. 10 Kilometer Straße bin ich gelaufen. Und als dann vom Alter her der Wechsel auf Halbmarathon und Marathon möglich gewesen wäre, hatte ich echt viel Verletzungspech.
Okay, im Sinne. Verletzungs- und Krankheitspech. Verletzungspech jetzt durch die immer gleiche Belastung. Also Straßenlauf oder Bahnlauf ist ja für den Korpus recht brutal, weil du ja wirklich immer wieder denselben Schritt setzt. Und wenn du, ich kann es mir jetzt nur so erklären, als medizinischer Profi natürlich, wenn du da um einen Millimeter quasi falsch aufsteigst und du machst es halt dann 150.000 Mal, dass auch dieser kleine Fehlschritt quasi ein Problem darstellen kann. Ja, total. Also ich hatte Überlastungen, so Stressfrakturen, dann hatte ich pfeifisches Drüsenfieber, was mich auch eine ganze Saison aus dem Wettkampfgeschehen genommen hat. Dann hatte ich nochmal ein bisschen Probleme mit dem Eisen und halt ja so die üblichen Wehwehchen. Aber ärgerlich, wenn man halt so viele Jahre, so viel Training da reinsteckt, zweimal täglich trainiert. Ich war ganz lange, war meine Trainingspartnerin die Lea Meyer, die jetzt gerade über die Hindernisse selber gewonnen hat. Auch die ist dann irgendwann aus Hannover weggegangen, weil das Training für sie nicht so gepasst hat. Und ja, für mich war es dann mehr oder weniger der glückliche Zufall, dass ich 2017 bei einem kleinen Berglauf gestartet bin, den gewonnen habe, weil jemand gesagt hat, du, Gore sucht gerade schnelle Bergläuferinnen oder Trailläuferinnen für den Transalpine Run, für eine Gästeetappe. Und da bin ich dann damals hingekommen und die, mit der ich eigentlich laufen sollte, war eine Hamburgerin, die hat sich auch verletzt. Mhm. War eine Triathletin und dann hat der Philipp Reiter gesagt, wusste ich's doch. Triathlon macht euch nur krank, Leute. Fangt's gar nicht an. Geht's nicht schwimmen? Ja, die hat sich beim Freiwasserschwimmen irgendwie verletzt. Das war wirklich so. Was für mich dann in dem Sinne Glück war, weil dann bin ich eben mit dem Philipp gelaufen und der hat danach gesagt, du solltest dir überlegen, auf Trailrunning umzusteigen, hat mir von seinen ganzen Rennen erzählt und ich war hell begeistert. Und mein erstes richtiges Trailrennen war dann 2018 der Zugspitzmarathon. Wobei, und mit dem Philipp Reiter hast du ja da wirklich quasi den Brandredner und Marketing über Mann, wenn es ums Trailrunning geht, gleich dir rausgefischt und an der Hand gehabt, weil er begeistert, er ist schnell, er macht gute Fotos und er ist eigentlich eh überall. Also ich bin mir gar nicht sicher, wie der das organisiert kriegt, wo er überall ist. Ja, ich glaube, das Geheimrezept liegt in wenig Schlaf. Nein, das ist ja auf jeden Fall und auch menschlich. Also klar, er hat mich da an dem Tag nicht auf Marketingseite, glaube ich, zum Trailrunning überredet, sondern mir einfach von seiner Begeisterung berichtet und von seinen Rennen berichtet. Und ich hatte einfach einen Riesenspaß und es war ein toller Tag, der mir lange in Erinnerung geblieben ist, weshalb ich immer noch zum Transalpin zurückkehre. Und so war dann eigentlich, ich habe dann überlegt, ehrlich gesagt, also ich habe im Winter 2017 dann mit meinen Trainern in Hannover gesprochen, überlegt, soll ich das machen? Ich hatte nicht mehr so richtig Lust, nochmal Straßenbahn voll anzugreifen, weil ich echt über 3 Jahre so Spielverletzungs- und Krankheitspech hatte, dass ich ein bisschen ja, die Motivation verloren habe, auf der Bahn Runden zu drehen. Und dann hat da mein damaliger Trainer in Hannover gesagt, du versuchst doch einfach, du hast ja nichts zu verlieren. Und dann habe ich damals noch in Hannover trainiert. Mir ist ehrlich gesagt entgegengekommen, dass der Zugspitz dann 2018, der hatte glaube ich nur 1800 Höhenmeter oder so, war recht gut laufbar. Ja. Sonst hätte ich den wahrscheinlich auch nicht gewonnen. Also hätte der viele Höhenmeter gehabt oder einen starken Downhill dann. Aber das relativ flache im Vergleich zu anderen Trailrennen ist mir da entgegengekommen. Und nachdem ich den gewonnen habe, ging es eigentlich total schnell. Dann wurde ich zu internationalen Rennen eingeladen, dann bin ich die World Series gelaufen. Wobei die ist ja eigentlich ganz anders, wie jetzt da. Also du bist jetzt also relativ schnell drüber gegangen von, ich bin in Hannover, was jetzt da für die, wie soll ich sagen, für die bergige Landschaft. 30 Kilometer mittlerweile auf, das kann ich sagen. Die bergige Landschaft und die schroffen Gebirgshänge total bekannt ist. Von hier zum Zugspitz, der ja wirklich schon ein bisschen ins Alpine reingeht. und dann die World Series, da hast du ja dann nochmal ganz andere Rennen dabei. Da war das nächste Rennen, glaube ich, Dolomiti Sky Race, dann kam Sierra Sinai. Na, also
Aber ich glaube, daher kommt es auch, dass ich mich international recht realistisch einordnen kann. Also man muss ja ehrlich sagen, wir deutschen, österreichischen und ja, vor allem die deutschen und österreichischen Athleten, wenn wir dann in der World Series laufen, ist oft die Enttäuschung groß, dass man nicht gleich gewinnt. Aber das ist einfach so, dass die Franzosen, die Italiener, die laufen im Wahnsinnstempo, die sind technisch so gut, die ja, nehmen mir im Downhill das Doppelte an Zeit ab oder vor allem zu dem Zeitpunkt. Ja. Und sie sind viele. Deswegen, ja, genau, deswegen war das für mich eigentlich ein idealer Einstieg so, weil also ich erlebe es immer wieder, dass Leute so ihr erstes internationales Rennen haben und vorher mir erzählen, sie wünschen sich das Podium und ich denke mir, das wird hammerhart. Da habe ich eigentlich mit der kalten Dusche ganz gut was mitbekommen, so für den weiteren Verlauf. Aber du hast schon recht, also ich habe damals dann noch in Hannover trainiert, habe in dem Jahr dann, glaube ich, noch beim Bruce Glockner den dritten gemacht und beim... Welche Distanz war das da? Die 35, okay. Genau. Und da habe ich schon gemerkt, dass der Downhill, wenn man das nicht trainiert, zu technisch ist. Also ich habe lange geführt und wurde im Downhill von 5, 6 Mädels überholt und habe mir dann auf den letzten flachen Kilometern nochmal welche geholt. Damals hat, glaube ich, Marcella gewonnen, Vasinova. Ja. Aber da habe ich schon gemerkt, okay, man muss mehr in den Bergen trainieren. Dann bin ich mit dem Run-2 beim Transalpin sozusagen zurückgekehrt, ein Jahr später, dahin, wo ich angefangen habe mit Trailrunning und konnte den auch gewinnen. Aber es war auch ein relativ laufbarer Kurs, muss man sagen. Es war ähnlich wie dieses Jahr von Garmisch und Nassereit, glaube ich, die Etappen. Mhm. Der Run-2 ist ebenfalls ein Zweierlauf, oder? Genau, ganz genau. Weil der Transalpin, für alle, die es jetzt da nicht ganz wissen, es ist ein Etappenrennen im Endeffekt. Die längste Etappe sind, glaube ich, 50, die kürzeste sind unter 20, wenn ich mich nicht täusche. Das ist ein Ruhetag. Genau. Und du musst immer mit deinem Partner, mit deiner Partnerin in Riechreichweite sein. Genau. Also man darf höchstens 2 Minuten Abstand dazwischen bekommen, aber man läuft idealerweise alles zusammen. Ich glaube, dieses Jahr war die längste Etappe 55 Kilometer, aber in der Regel sind so die Distanzen zwischen 30, 40, 50 Kilometer pro Tag und es sind meistens 7 oder 8 Etappen. Genau, und du bist eingestiegen quasi mit einer Gästetappe, dann den Run-2, was 2 Etappen sind, genau, glaube ich. Genau, die ersten beiden, genau. Ja, und der lange sind dann eben die 7 oder 8, die du ab dann, ist das eigentlich dein, wie soll ich mal sagen, vom Flo Krasl haben wir ja gehört, der UTMB ist quasi sein Lebenslauf, zu dem er immer wieder zurückkehrt. Ist es bei dir der Transalpin? Ja, bisher kann man das auf jeden Fall so sagen, also gerade, ich meine, es ist jetzt 3 Tage her, dass ich ihn das dritte Mal in Folge gewonnen habe und ich habe alle Etappen, seit ich dort angefangen habe zu laufen, immer gewonnen. Also beim Run-2 damals, dann beim ersten Transalpin alle 8 Etappen, beim zweiten mit der Elian alle 7 Etappen, da wurde verkürzt auf 7 wegen Corona und jetzt dieses Mal auch alle 8 mit dem Sebastian. Ich würde schon sagen, das ist ein Stück, kann man das so bezeichnen. Es ist für mich auf jeden Fall so das emotionalste, physisch und psychisch forderndste Rennen, weil es eben ein Etappenrennen ist, so ein bisschen die Tour de France beim Laufen. Und man hat so das Wahnsinnserlebnis in dieser ganzen Rennbubble. Alle kommen jeden Tag zum Start, es gibt Leadershirts. Also es ist auf jeden Fall ein Rennen, was ich jedem ans Herz legen würde, mal mitzulaufen. Ja, wir haben mit dem Tom Wagner und mit dem Flo Krasl geredet über den Eiger 250. Ja, das habe ich auch verfolgt. Und die haben gesagt, also ein Etappenrennen kann noch mal mehr herausfordernd sein, weil die beiden sind auch 250 Kilometer miteinander gelaufen und mussten auch quasi im Team laufen. Aber du musst dich quasi nur einmal aufeinander abstimmen und das dann halt durchhalten. Beim Transalpin hast du das Problem, du musst quasi wirklich dasselbe Ziel verfolgen, weil sonst kommt es halt nach dem Rennen am Abend quasi, wenn man darüber nachdenkt, ja, wie gehen wir es morgen an, wie geht's dir? Also das ist nochmal anders, weil du ja nicht ein Rennen hast im Endeffekt, sondern 8 Rennen hast und du musst halt immer harmonieren. Jeden Tag geht es einem anders, also man kann mal morgens aufstehen und fühlt sich erkältet oder man spürt abends auf einmal Knieschmerzen, weil man halt angehalten hat in dem Sinne, also weil es nicht einen Finish für den Tag gab. Da haben sie auf jeden Fall recht, aber ich habe noch nie 250 Kilometer am Stück gemacht, also kann ich jetzt nicht behaupten, dass irgendwas anstrengender oder besser ist als das andere, aber sie haben auf jeden Fall recht, dass das nochmal eine Herausforderung ist, weil abends, ja, wenn du dann im Bett liegst, dann weißt du, jetzt kommen noch 6 Renntage oder noch 7 oder, ja, das ist schon nochmal mental zehrend, würde ich sagen. Kommt dir das entgegen? Also kommen dir kürzere
Rennen, die einfach jeden Tag hintereinander sind, entgegen, weil du eben aus dieser quasi in der Bahn- und Straßengeschichte sozialisiert wurdest und jeden Tag Training hattest. Also schon von Kind auf quasi immer am nächsten Tag geht's weiter, immer in die Ermüdung hinein trainieren. Weil das, ich glaube, das ist für viele schwierig. Na, Etappenrennen kommen mir total entgegen. Das habe ich bei den Four Trails 2019 ganz doll gespürt. Bei mir ist eigentlich ab dem dritten Tag geht's erst los. Die ersten beiden Tage versuche ich so in den Flow zu kommen, aber ab dem dritten Tag geht's erst los. Ab da habe ich das Gefühl, angekommen zu sein im Rennen, habe richtig Spaß, werde viel schneller als vorher. Also ich weiß nicht, irgendwie, meine Mama hat mal gesagt, vielleicht kommt es auch daher, früher bei Landes- und deutschen Meisterschaften musste ich immer 2 Tage vor meiner Hauptstrecke die kürzere Strecke laufen. Mhm. Darauf hat mein Trainer immer bestanden. Ich fand das damals immer total blöd. Aber ich glaube, das hat mir schon viel mitgegeben, dieses 3 Tage hintereinander an sein Limit gehen, auch Strecken, die man nicht mag, voll rennen können. Und ich glaube schon, dass das ein bisschen auch daher kommt. Und dann muss man auch sagen, bei sportärztlichen, also bei mir ist es schon so, je länger die Belastung ist, desto weniger oder desto effizienter wird mein Körper. Also Puls geht runter, Geschwindigkeit geht hoch, Anstrengung geht runter. Deswegen mag ich die Ultrastrecken so, aber ich erhole mich auch richtig schnell. Also so ein Etappenrennen macht mir voll viel Spaß und es liegt mir, muss man auch sagen, ja. Und du hast ja, also du hast ja, wie gesagt, Ballett gemacht und Ballett ist ja, wie ich gelernt habe, es ist nicht so wie in Hollywood-Filmen, sondern es ist eigentlich ganz anders und man muss sehr viel Körperbeherrschung haben und sehr schmerztolerant sein. Mhm. Und ich durfte in den letzten Monaten auch lernen, dass offenbar die besten Einstiegssportarten für Laufen sind Ballett, Thai-Boxen und Klettern. Weil, warum auch nicht? Das ist alles total naheliegend, aber was alle drei Dinge, glaube ich, gemeinsam haben, ist hohen Fokus haben und hohe Schmerztoleranz und das viel stimmt. Ausdauer. Und das stimmt. Das ist ja, genau fürs Trailrunning offenbar ein super Grundstock. Ja, und durch die lange Grundausbildung bin ich immer noch sehr, sehr flexibel und dehnbar. Mein Physio würde sagen, manchmal zu flexibel. Es kann auch schaden, aber also auf jeden Fall eine super Grundausbildung. Also da haben meine Eltern alles richtig gemacht. Auch mit den vielen Geschwistern. Ich habe den Wettkampf oder den Willen von Anfang an mitbekommen. Du hast 3 oder 4 Geschwister? Na, viele. Fünf. Viele. Ja. Genau. Ich bin eins, älteste. Zwei viele. Eins, zwei viele. Ja. Das heißt, du hast quasi, dein Körper arbeitet sehr ökonomisch und du hast auch eine sehr hohe Schmerztoleranz, weil offenbar du hast früher schon viele Verletzungen gehabt im Sinne von Schmerzfraktur oder sonst irgendwas. Und vorher hast du gesagt, Downhills sind jetzt dann nicht deine große Stärke. Also du bist nicht die Allerschnellste. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat über die Jahre. Genau, es hat sich natürlich geändert, seit ich nach Innsbruck gezogen bin. Also das war ja 2019 hatte ich eine ziemlich gute Saison, da habe ich die Four Trails gewonnen, bei der GTWS mich sehr gut platziert, habe die U23 beim Mont Blanc Marathon gewonnen, den Transalpin gewonnen und danach im Herbst so beim Wallrun, damals, das war ein Projekt mit Salomon, wo wir die ehemalige innerdeutsche Grenze abgelaufen sind. Gibt es ein schönes Video, glaube ich, oder? Das müssen wir ablinken. Also wie viele Leute waren es da? 8, 10? So irgendwie. Genau, wir waren 8 Läufer, die dauerhaft dabei waren. Ja, genau. Und da ist dann so die Idee, die immer wieder in mir aufgeflammt ist, nach Österreich zu ziehen. Da habe ich dann vielleicht auch durch die ganzen Österreicher, durch den Tom, der dabei war, durch den Martin, durch Philipp, durch die alle so unterstützt worden. Ja, bewerb dich doch einfach auf ein Auslandssemester und dann mich beworben und habe sehr schnell die Zusage bekommen und bin dann im Frühjahr 2020 nach Innsbruck gezogen. Und klar, dann war das Corona-Jahr und ich musste erstmal wieder zurück nach Hannover. Das war nicht so ideal. Warum weil ich zu dem Zeitpunkt noch keine Daueraufenthaltsgenehmigung hatte. Ah, okay, aber in der Corona-Zeit, ich dachte, man wurde dort downgelockt, wo man gerade ist. Ja, es war eben, als der Lockdown ausgesprochen wurde, war ich gerade auf der Reise nach Duderstadt fürs Wochenende. Und dann konnte ich natürlich danach nicht wieder zurück einreisen. Ja. Man konnte nur zurück einreisen, wenn man eine Daueraufenthaltsgenehmigung hatte. Und die war schon in meinem Postkasten in der neuen Wohnung, aber eben nicht bei mir. Und dann musste ich bis Mai nochmal warten. Und
ja, habe mich dann aber so in Innsbruck, in die Stadt, in die Uni, in all das Umfeld hier ja so verliebt, dass ich fix umgezogen bin und jetzt ist es meine Wahlheimat. Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen, also wenn es ums Laufen und so weiter geht, also ich bin ja beruflich auch immer wieder mal in Innsbruck. Ja. Empfehlung am Rande, Schloss Ambras anschauen. Schönes Schloss. Ja, da in der Nähe habe ich zuerst gewohnt, damals in der WG. Mhm. Und dort geht ja auch die IATF-Strecke in der Nähe gleich vorbei. Genau. Auf alle Fälle, also für mich ist ja Innsbruck so ein bisschen das Chamonix Österreichs. Weil egal in welche Richtung, dass du abbiegst, also die Stadt ist nicht groß, ist infrastrukturell besser angebunden wie Chamonix, weil du musst nicht von Genf mit dem Auto fahren. Also da muss ich sagen, richtig cool. Ich meine, ja, der Mont Blanc ist ein bisschen höher wie der Batscherkofel, aber du kannst in jede Richtung. Also ich glaube, du musst dir jeden Tag in der Früh überlegen, wo du es gerne schön hast beim Laufen. Ja, nein, also wenn es die Zeit hergibt, kann man unheimlich viele lange Touren machen, unheimlich viele Gipfel jedes Mal neu entdecken. Klar, für mich gehört auch immer noch ganz viel flaches Training zum Training dazu. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag nur auf den Berg gehe, aber es ist ein Paradies. Warum viel flaches Training, um die Grundschnelligkeit zu erhalten? Genau. Weil du, also eine gewisse Grundschnelligkeit hast du natürlich, wenn du von der Bahn und der Straße kommst. Aber ist das der Hintergrund oder warum? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eben, als ich noch in Hannover gewohnt habe und von dort aus trainiert habe und immer nur zu den Rennen gefahren bin, gemerkt, dass ich über die Grundschnelligkeit viel machen kann. Also es reicht vielleicht, um hier national oben in der Spitze mitzulaufen und international in die Top 30 zu laufen. Aber dass man das Bergtraining, vor allem das Downhill-Training, auf jeden Fall braucht, um wirklich in die internationale Spitze zu laufen. Deswegen auch mein Umzug. Und deswegen, finde ich, habe ich da auch alles richtig entschieden. Aber natürlich das flache Training immer mal wieder zur Erhaltung der Grundschnelligkeit ist total wichtig, weil sonst ziehe ich jetzt den kürzeren dort, wo ich vorher meine Schnelligkeit ausspielen konnte. Und es sind immer wieder flachere Passagen dabei oder nach einem langen Uphill, wenn man dann auf einem flowing Trail oder einem Höhenweg ist, da hilft es einem, wenn man weiß, dass man halt ohne Probleme 3:30, 4 Minuten im Flachen laufen kann. Da macht man Minuten gut. Da macht man Minuten gut und ich komme auch oben an und finde es super anstrengend. Aber für mich ist dann vielleicht der erste Kilometer eine 4:15 lang nicht so anstrengend wie für jemanden, der im Flachen 4:15 als Maximum laufen kann. Ja. Wobei also, du läufst die 3:30, 4 Minuten nicht auf 3 Kilometer, sondern auch auf einen Halbmarathon. Entspannt. Ja, aber jetzt nicht, also nicht in den Bergen, natürlich habe ich da oben keinen 3:30er-Schnitt, also. Aber genau, wenn man das im Flachen kann, dann kann man sich halt darauf auch auf dem Trail verlassen und das hat jetzt auch Sebastian immer wieder beim Transalpinen Run zu mir gesagt, wenn ich ein bisschen zu kämpfen hatte, weil der Downhill total technisch war und ich dann Sorge hatte, dass wir Zeit verlieren, hat er immer gesagt, Ida, entspann dich, die letzten 5 Kilometer sind relativ flach, da kannst du so locker deine Pace laufen, die dich nicht mal anstrengt und da machen wir all die Minuten wieder gut. Und das ist schon ein Vorteil und den möchte ich mir natürlich gerne erhalten. Wenn wir jetzt schon beim Thema Uphill, Downhill, flach sind, das heißt, du kommst aus dem Flachen, du bist super schnell in der Ebene, das weiß ich, weil wir sind ja dieses Jahr dieselbe Strecke im Frühjahr gelaufen beim IATF. Ja. Und du warst 20 Minuten vor mir im Ziel. Boah, dabei habe ich mich so oft verlaufen. Ich muss mich auch richtig schämen. Ich habe mich so viel verlaufen. Ich habe es dann gelesen oder gesehen auf den Social Media, dass du gesagt hast, du hast dich dort und da verlaufen. Und ich habe mir gedacht, und ich habe mich so gut vorbereitet, weil ich bin ja dieselbe Strecke schon mal gelaufen. Aber und ich mich beim Höttinger und habe mich ständig verlaufen. Also es sollte mir peinlicher sein. Beim Höttinger Bild bin ich einfach einmal nach oben gelaufen, statt gerade rüber. Und bin dann nach 10 Minuten gerade durch. Ich glaube, an der gleichen Stelle habe ich mich auch verlaufen. Ja, ich bin nur nicht zurückgelaufen. Ich laufe sicher nicht zurück. Und bin dann durch den Wald gerade nach unten. Und bin das ist aber schlau. Keine Ahnung. Ich habe nämlich beim Dropback 10 Minuten, also bei dem Downhill davor, das ist ganz steilen, das ist genau meins, und in der Dropback-Station habe ich ungefähr so 10 Minuten rausgeholt auf die anderen Leute, die rund um mich waren. Ah,
okay. Bin dann irgendwann durch den Wald runtergekommen, bin raus und die sind gerade von rechts daherkommen und gesagt, na, wo kommst denn du her? Lass mich rum. Hier hat es angefangen bei der Mutterbergalm, glaube ich, bei der Mutteralm, da bin ich vorbeigekommen und nach 15 Minuten bin ich wieder vorbeigekommen. Da habe ich das erste Mal festgestellt, okay, ich bin im Kreis gelaufen. Da war ich richtig, da habe ich mich auch richtig doll geärgert, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich so arge Magenprobleme und da hatte ich so ein bisschen die Übersicht verloren, wo ich im Rennen liege. Und war einfach wirklich, da war ich stinksauer. Also da habe ich leise vor mich hingeflucht, was für mich sehr untypisch ist. Und dann ging es eigentlich, dann habe ich mich einmal mit einer ganzen Gruppe verlaufen, als wir auf dem Weg nach Völz waren. Da sind wir einen Appel hochgelaufen mit Stufen zu einer Kapelle, wo wir eigentlich gerade hätten vorbeilaufen müssen. Ah, das ist bei Kranebitten da drüben, oder? Na, noch davor. Bei Kranebitten habe ich mich auch verlaufen, da bin ich weil da war irgendwo gelaufen. Waren die Markierungen schlecht oder weg. Ganz und genau. Da habe ich dann auf den hinter mir gewartet und wir haben beide die GPS-Tracks verglichen und haben gesagt, ich glaube, wir müssen hier lang. Na, bei Kranebitten habe ich mich dann auch verlaufen, weil das war für mich kurz bevor es dann endlich gedämmert hat. Und da war es richtig, richtig nass. Da habe ich mich auch geärgert, weil da habe ich dann halt, ich habe immer, wenn ich das Gefühl habe, ich verlaufe mich, warte ich eigentlich immer auf den nächsten Läufer oder ich laufe genau 500 Meter zurück und warte dort. Mhm. Und egal, wie weit ich zurückgelaufen bin, es kam niemand. Und dann bin ich richtig panisch geworden. Und irgendwann kam dann jemand von hinten, wo ich wusste, den habe ich so früh im Rennen überholt, da habe ich mich auch wieder voll geärgert. Und hier, das ist eigentlich meine Home-Trail-Seite, weil ich an der Nordkette wohne. Also ich wohne in Allerheiligen bei Höttingen. Das ist Kranewitten, das ist eigentlich so ein Bild. Super, genau, da hättest du aber auf mich warten können dann schon. Dann wäre es auch schon egal gewesen. Ja, und als ich am Höttinger Wild bei den Dropbacks war, da hat dann eben mein Freund gewartet, der hat mich verpflegt und meine beste Freundin. Und da habe ich gesagt, ich kann nicht stehen bleiben, sonst steige ich aus. Mir geht es so schlecht und ich bin so angenervt, ich habe mich so oft verlaufen. Und dann bin ich gleich weitergelaufen. Mhm. Und da kam ich dann zu einer Stelle, wo ich am Tag vorher oder zwei Tage vorher mit dem Philipp Außerhofer gelaufen bin. Und da hat er zu mir gesagt, du Ida, hier musst du aufpassen, hier habe ich mich voll verlaufen, hier musst du dann hoch. Und ich hätte mich an der Stelle auch verlaufen. Hätte er mir das nicht gesagt, hätte ich mich an der Stelle wieder verlaufen. Ja. Und ab da ging es dann aber. Ab da habe ich mich dann nicht mehr verlaufen, da war das dann gut markiert. Und dann erst wieder auf dem Downhill von Pachakofel runter. Da habe ich dann ständig auf die Leute vom 35er gewartet, in der Hoffnung, dass ich mich da dranhängen kann für ein paar Meter. Mhm. Aber da hatten sich die ersten vier Männer ja auch verlaufen. Das heißt, das war auch nicht so verlässlich. Ja, naja, also ich bin viele Kilometer extra gelaufen, da ist noch viel Luft nach oben, aber ansonsten habe ich sehr gut in Erinnerung meinen ersten Ultra und es ist natürlich was Besonderes in der Stadt, wo man wohnt, seinen ersten Ultra zu laufen oder halt ein Rennen zu gewinnen. Es war wirklich ein super Start in die Saison und ich glaube, das werde ich auch nicht vergessen. Ja, na, vor allem du bist ja auch in einer unheimlich guten Zeit, trotz dem ganzen Verlaufen und Magenproblemen, bist du in 12 Stunden, ich glaube 30, so irgendwas, um den Dreh ins Ziel gekommen. Und die Bestzeit in dem Jahr, weil man kann es mit den anderen Jahren nicht vergleichen, weil es ja ein bisschen verkürzt wurde, war ja bei 10 Stunden, keine Ahnung, irgendwas. 40, glaube ich, ja. Ja, also das ist ja jetzt da auch. Das war der erste Mann, genau. Genau, ist jetzt da wirklich weit vorne, weil du bist ja insgesamt, glaube ich, Top 10 gelaufen, oder? Warst du insgesamt Top 10? Aber knapp dran, keine Ahnung, sowas in die Richtung. Sowas. Ja, so irgendwas. Hast du da eben zwischen zum Beispiel Höttinger Bild und dem Uphill Richtung Batscherkofel, jetzt habe ich natürlich die Ortschaft vergessen, da ist relativ lange, geht es ja da, ich würde jetzt mal sagen, more or less eben dahin. Das ist genau das, wo du wahrscheinlich richtig aufdrehen kannst, ja, oder? Ja, da bin ich eine schöne 410er bis 430er Pace gelaufen. Und da hat mir gelegen, weil zu dem Zeitpunkt, da hatten wir dann so 60, 70 Kilometer in den Beinen, irgendwie sowas war es. Mhm. Klar, da habe ich dann das erste Mal gemerkt, dass ich bis 50 Kilometer arge Magenprobleme hatte und nichts drin behalten habe, deswegen nichts essen konnte. Da hat es mir wirklich in die Karten gespielt, dass es flach war, weil das war für mich im Energiesparmodus einfach gerade laufen und versuchen, endlich irgendwas aufzunehmen, Kopf ausschalten und dann irgendwen ranhängen. Und dann habe ich mich immer versucht, am nächsten Mann zu orientieren, um mich eben nicht zu verlaufen, weil es waren ja auch ein paar 80er eben da auf der Höhe. Mhm. Und dann bin ich immer so von Mann zu Mann gelaufen. Und da hat mich auch jemand angesprochen, ich glaube, es war ein Franzose, der hat gesagt, you are a roadrunner, I see it. Und dann kam er im Ziel auch nochmal und meinte, das ist halt
also aus Spaß, weil er meinte, dass es unfair war, der ganze Streckenteil für ihn. Als Bergläufer war es schrecklich und er konnte mir ansehen, dass ich es richtig geliebt habe. Ja. Wie tust du dir dann auf so einem Streckenabschnitt wieder nach, jetzt da hinauf Richtung Batschakofel, also wenn es wirklich doch durchaus steil wird? Ja. Ist das dann deins? Also, die Strecke war die einzige Phase, die ich vorher abgelaufen bin, von hinten in der Nähe von der Autobahnbrücke, wo man da so drunter durchgelaufen ist, bis zur Höhe, aber schon so die ersten 7-8 Kilometer davon bin ich abgelaufen. Und da war ich diesmal auch komplett allein. Ich habe weit und breit niemanden gesehen. Da war ich froh, dass ich die Strecke abgelaufen war, weil dann war ich mir zumindest sicher, ich bin trotzdem nicht falsch. Und dann der letzte Uphill war ja, wir wurden ja wegen den Baumfällarbeiten ein bisschen alternativ da hochgeleitet. Das war ja super steil. Das hat mir schon getaugt. Aber man muss auch sagen, ich hatte ein bisschen den Vorteil, da hatte ich die ganze Zeit die Live-Kamera hinter mir. Okay. Und das wusste ich natürlich. Und dann, das hat mich schon ein bisschen gepusht. Also ich wusste, okay, ich muss einen großen Vorsprung haben, wenn die jetzt sich an mich dran heften. Und ich wusste, dass oben beim Patschakofel eben wieder Johannes und Katharina warten. Das hat mich auch nochmal voll unterstützt. Und eigentlich bin ich da echt gut hochgekommen. Und da dann aber die ersten Kilometer Downhill, die haben wehgetan. Da habe ich richtig rumgejault. Da habe ich gesagt, so eine Kacke, nie wieder laufe ich so lange. Ich kann nicht mehr runterlaufen. Da habe ich schon gespürt, dass ich noch nie so viel Downhill-Meter am Stück gelaufen bin. Die waren deutlich schwerer als der Uphill und das Flache. Also da habe ich, ja, da habe ich die ganze Zeit gedacht, boah, es ist wirklich schrecklich. Obwohl ich wusste, es ist nicht mehr weit. Und als ich dann unten war in Eagles oder Lahns, ich will jetzt auch nicht sagen. Bei dem Golfplatz, genau, glaube ich. Ja. Genau, da ist es ja dann wieder flach gewesen. Ja. Und das war wieder genau meins. Da bin ich, glaube ich, 3,50, 4,10 sowas gelaufen. Das war wieder genau meins, bis ich dann halt wieder angefangen habe, mich zu verlaufen. Da hat das dann wieder so angefangen. Ja. Aber da kamen dann glücklicherweise irgendwann die 35er und dann habe ich versucht, mich an denen zu orientieren. Bin aber auch einmal voll stehen geblieben für 5 Minuten, glaube ich, weil ich auf der Uhr weit neben dem Track war. Aber irgendwie kam trotzdem immer ein Läufer und ich dachte, es muss schon die Strecke sein. Mhm. Aber es hat mir niemand geantwortet so richtig und dann war ich super unsicher. Und dann bin ich erst vorgelaufen, dann wieder zurück, dann wieder vor. Ich bin den gleichen Hügel, glaube ich, 3 oder 4 Mal hoch und runter gelaufen. Und irgendwann habe ich gedacht, naja, und wenn es falsch ist, dann kommst du da vorne irgendwo raus. Ja, das war bei dem Lanzer Moor, da ist irgendwie so, genau, Freibad und genau, da außen rum. Es war auch so ein Bereich, der, wenn man weiß, wo der Track geht, ist es okay. Aber da spinnen die Uhren ein bisschen in der Gegend. Voll. Da warst du auch nicht allein, aber es ist lustig, dass du den Batschakofel so komplett konträr zu mir in Erinnerung hast. Weil das rauf, mich haben die ersten vom 35er auf genau dieser steilen, steilen Stück hinauf. Okay, aber das ist auch fies für den Kopf. Ich habe mir kurzfristig schon überlegt, ob ich meine Stöcke dazu nutze, um die einfach einmal grob zu faulen. Nein, das ist nicht fair. Jetzt, wo ich das beim ZNC erlebt habe, kann ich da sagen, das ist nicht fair. Aber das ist fies für den Kopf voll. Aber die sind drauf gelaufen. Und ich habe gedacht, ganz ehrlich, Jungs, darauf läuft man nicht, da geht man. Aber ich bin auch voll viel gelaufen und ich glaube, der Lars Schweizer war im Live-Kommentar, weil meine Mama hat mir erst danach erzählt, hat immer wieder gesagt, und sie läuft schon wieder und sie läuft schon wieder. Aber ja, weil ich kann ziemlich lange berghoch eben laufen. Ich laufe eben nicht mit Stöcken, sondern gehe, wenn es ganz, ganz steil wird. Und ich wusste, es ist der letzte Apfel und ich habe noch Kraft und irgendwie, es hat mich in der Zeit einfach vieles beflügelt. Ich mag auch dieses Laufen im Morgengrauen und ja, ich glaube, meine Beine habe ich zu dem Zeitpunkt eh schon nicht mehr gespürt. Ja, ich habe mich nur damit hochgezogen und gesagt, okay, wenn du auf der Altranzalm oben bist, dann geht es nur mehr bergab. Yay! Und bei mir ist dann der Downhill quasi das, weil ich sage, geil, endlich 7 Kilometer, volle Kanone. Da bin ich echt, da habe ich so richtig vor mich hergejammert. Und dann stand Johannes an der Strecke und ich habe gesagt, erinnere mich daran, ich laufe nie wieder ein Ultra. Klingt gut, bringt uns nämlich dazu, was du für dieses Jahr vorgenommen hattest. Weil genau. Der CCC ist ja kein Ultra. Das sind ja nur 100 Kilometer mit 6000 Höhenmetern. Also nochmal um 1500 mehr. Ja, genau. Und
du hast dir ja, hast du dir im Vorhinein, ich glaube öffentlich ausgesprochen auf keinen Fall, aber hast du dir irgendwie eine Zielzeit zumindest vorgenommen, weil Platzierungen ist ja beim UTMB-Vornehmen immer schwierig, weil da kommt alles, was Rang und Namen hat und je nachdem, ob alle kommen oder nicht, kann man würfeln, ob man 20 Plätze weiter vorne oder hinten ist. Ja, nein, ja, also ich wusste, dass ich eben beim IATF viele, viele Kilometer umsonst gelaufen bin und da ich ja noch mindestens eine Stunde, anderthalb rausholen könnte, wenn ich die Strecke optimal vorher gekannt hätte. Also es liegt natürlich auch an mir selbst. Ich bin die nicht komplett abgelaufen, sondern ich habe es immer so auf mich zukommen lassen. Ja, 100 Kilometer, 110er, voll lang. Aber ich habe nicht mich so konsequent damit auseinandergesetzt, weil ich eigentlich es nicht so mag, wenn ich die Strecke vorher kenne, weil ich dann, wenn ich einen schlechten Tag habe und bei 20 Kilometern bin und weiß, boah, aber es kommen noch 80 Kilometer, die es erst so richtig in sich haben, dann ist es für den Kopf einfach schlecht. Deshalb mag ich eigentlich die Überraschung ein bisschen. Und dann hatte ich mir für den CCC natürlich vorgenommen, an die 13 Stunden zu laufen. Und ich wollte aber auf jeden Fall in die Top 20 laufen, gerne auf die Top 10. Das war so, ich wusste, das Frauenfeld ist super gut, aber es war eben mein Saisonhauptziel. Ich habe das ganze Jahr darauf hintrainiert. Ich habe vorher noch als Vorbereitung zwei Läufe aus dem Training rausgelaufen, einmal in der Schweiz beim Engadin Trail 55, einmal beim Pitztal Gletscher Trail, den Marathon, den Riffelsee-Marathon. Die haben beide super geklappt. Ich habe sie beide gewonnen, hatte eine gute Zeit, ein gutes Gefühl. Dann bin ich noch eine FKT gelaufen, eine längere, weil ich noch mal eine lange Ausdauerbelastung wollte, über 60 Kilometer. Ja, die Anzeichen waren gut und ich bin voller Vorfreude und Euphorie nach Chamonix gefahren, weil ich so ein bisschen das der Überraschungseffekt sein wollte. Ich wusste, dass ich so ein bisschen als Underdog da bin, weil die Elite-Liste unheimlich lang war. Ich war, glaube ich, nicht mal in den Top 60 der Elite-Liste. Ja. Aber und 13 Stunden, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann. Also ja. Ich glaube, die übliche Ankunftszeit sind 20 Stunden plus. Ambitionierte Hobbyläufer sind irgendwo zwischen 16 und 20. Und die Siegerzeit heuer war 11 Stunden 40. Also mit 13 Stunden wärst du, glaube ich, mit genau 13 Stunden wärst du Zehnte geworden. Ja, genau. Also das ist jetzt da schon mal eine Ansage. Ja, ich wusste eigentlich, dass 13 Stunden realistisch sind. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass dann im Rennen noch mehr nach vorne geht, aber egal wie das Rennen sich für mich verläuft, wusste ich, dass 13 Stunden eigentlich realistisch sind. Ich glaube, die Siegerzeit aus dem letzten Jahr war auch irgendwie sowas wie 12,50. Daran war das natürlich angeknüpft. Ich glaube, dieses Jahr gab es kurzfristig wegen der Murenabgängen an zwei, drei Stellen nochmal eine Änderung. Also man muss schon sagen, dass die Strecke, glaube ich, im Gegensatz zum letzten Mal etwas kürzer oder etwas weniger Höhenmeter hatte. Okay. Genau, das hat sich bei der Elite rumgesprochen. Dann fühle ich mich jetzt nicht mehr so schlecht mit meiner Zeit vom letzten Jahr. Nein, ich glaube, die Strecke im letzten Jahr war ein bisschen, ich weiß nicht, ob es die Höhenmeter oder die Kilometer war, es war irgendwas, was ein bisschen höher war. Sie haben uns an zwei Stellen auf jeden Fall umgeleitet. Und ja, es lief eigentlich auch super. Also ich habe mich auf den ersten, vor dem ersten Uphill auf den flacheren Kilometern immer wieder zurückgenommen, weil ich dachte, boah, nicht so schnell starten, fühlt sich super, aber nicht so schnell starten. Und im Uphill mich richtig gut gefühlt. Da habe ich auch, glaube ich, drei Mädels überholt, laufend, die mit Stöcken gegangen sind. Da habe ich noch gedacht, boah, die sehen aber schon fertig aus. Und oben, als wir durchgezählt wurden, war so 7, 8, 9 von der Frau mit der Zeitmessung. Da habe ich noch gedacht, boah, in den Top 10 und ich fühle mich ultra gut, die Beine sind so locker. Mein Plan war eigentlich eher zur zweiten Hälfte die Top 10 anzugreifen, weil mein Plan eben war, ab Champelac dann die Schuhe zu wechseln und zu geben, was geht. Aber soweit ist es dann nicht gekommen, sondern so bei 23 Kilometern etwa, als der Regen eingesetzt hat und die meisten angehalten haben, um ihre Jacken zu holen, bin ich an Läufer vor mir rangelaufen in den Windschatten, weil es war ein kleiner Uphill und es ist auf einmal voll windig geworden. Zumindest habe ich es so in Erinnerung. Bin ich ein bisschen unter ihm weggeduckt und
volle Kanne seine Stöcke ins Gesicht bekommen. Ist er weggerutscht mit dem Stock? Ja, er hat beide Stöcke in die rechte Hand genommen, weil er auch aus seinem Rucksack, ich glaube die Regenjacke, irgendwas rausholen wollte. Und er hat natürlich nicht gehört, dass ich an ihn rangelaufen bin, weil es hat übelst gedonnert. Und ich habe nicht auf mich aufmerksam gemacht, sondern habe mich an ihn rangezogen, um nicht Zeit zu verlieren. Und weil ich eben noch abgewogen habe, hole ich jetzt meine Jacke raus oder versuche ich das im Laufen zu machen und hänge mich an ihn rein, weil er hat eine gute Pace. Weil es war eben immer wieder kleine Uphills, aber zwischendurch sehr flowig laufbar. Und die Pace hatte mir ganz gut gepasst von der ganzen Männergruppe. Das waren vorher so 4 Männer. Und dann sind eben 3 stehen geblieben, um ihre Jacken rauszuholen. Dann habe ich gedacht, an dem einen bleibe ich dran. Ich habe halt richtig doll viel Blut geschmeckt und geschluckt. Und dann dachte ich erst, das sind die Zähne. Hab dann, bin weitergelaufen und ich glaube bei 30 Kilometern. Also aber es war keine böse Absicht. Nein, gar nicht. Aber er hat es auch nicht gemerkt. Also weder er hat sich zu mir umgedreht, noch ich habe was gesagt. Wir sind einfach weitergelaufen. Dann kam halt ein kleiner Downhill zur Verpflegung und da ist er weggelaufen. Und da habe ich dann schon gemerkt, boah, es ist alles voll mit Blut. Es tropft, es ist die ganze Weste, alles ist voll. Und es hat halt übelst geregnet. Und trotzdem hatte ich überall so einen Mix aus Blut und Matsch. Und als ich in die VP reingelaufen bin, habe ich schon gesehen, die Leute haben mich alle angeschaut, sich die Hände vom Mund geschlagen und weggedreht. Ich bin noch nicht mal auf diesen Holzboden getreten, da haben die mich von der Medical Crew schon an die Seite gezogen, auf die Liege gelegt, versucht, ja, Sauerstoff und Herzfrequenz alles zu messen. Dann musste ich 10 Minuten warten. Ich habe versucht zu fragen mit meinem bisschen Schulfranzösisch, weil sie waren der englischen Sprache nicht so mächtig. Was genau ist, und sie meinten, sie müssen mich erstmal reinigen, sie müssen gucken, wo das Blut herkommt, überall ist Blut. Und dann habe ich halt gemerkt, als sie mich gereinigt haben, okay, die Nase tut verdammt doll weh, die Nase muss eine riesen Wunde sein. Dann hat es irgendwann aufgehört zu bluten, dann musste ich 5 Minuten aufrecht sitzen und durfte wieder starten nach den 15 Minuten, wenn es nicht wieder anfängt zu bluten. Bin ich wieder gestartet. Ich war ja mental natürlich schon da fix und fertig, weil ich konnte das Ganze nicht zuordnen. Ich hatte so einen Mix aus den Gefühlen, der Tag fühlt sich super an, ich habe super Beine. Und natürlich habe ich in dem Moment, wo ich da auf der Liege lag, alle Frauen an mir vorbeilaufen sehen. Dann habe ich auf meine Uhr geschaut, die Minuten gezählt, habe versucht, die zu überzeugen, dass ich weiterlaufen darf. Sie haben mir aber die Startnummer halt abgenommen. Die kriegt man halt erst wieder, wenn... Die sind da sehr resch. Ja, also dann habe ich natürlich übelst gezittert, weil ich so nass war und alles. Dann wollten sie mich erst deswegen nicht weiterlassen. Dann habe ich die Regenjacke übergezogen, bin einfach gelaufen. Und dann bei 40 Kilometer war oben auf dem Berg die Aid Station mehr so provisorisch mit so Zelten aufgebaut. Dann haben sie mich wieder sofort rausgenommen. Da musste ich im Stehen warten, bis das Nasenbluten aufhört, weil es hat halt immer wieder angefangen. Immer sobald ich losgelaufen bin, hat es wieder angefangen. Das Problem war halt, aber das war für mich in dem Moment auch noch nicht ersichtlich, das Nasenbluten kam nicht nur aus der Nase, die halt einen Knacks bekommen hat, sondern es kam aus der großen Wunde in der Nasenscheidenwand. Ah, okay. Der einem Stock mich richtig, also er hat einfach meine Nasenscheidenwand gecuttet. Oh, das ist ungünstig. Ja, ich glaube, dieser Vorfall, das war so zwischen 10 und 11 oder 11. Und als ich in Champillac ankam und das dritte Mal raus musste, war es, glaube ich, 16 Uhr irgendwas. Ja, da hatte ich so immer noch Nasenbluten, so viel Blut geschluckt, war inzwischen auch, ja, ein bisschen vom Kreislauf her nicht mehr so ganz auf der Höhe, sodass die Entscheidung, dass ich da ausgestiegen bin, zum einen mentalen Grund hatte, weil ich das dritte Mal für 10 bis 15 Minuten raus musste. Zum anderen einfach, ich in dem Moment gesehen habe, okay, so laufen sich keine 100 Kilometer, das ist hier vorbei. Ja. Und dann war das Loch echt tief, also die Enttäuschung war riesig. Ich, so richtig begriffen, wie doll, wie traurig ich war, habe ich eigentlich erst, als die UTMB-Woche vorbei war und ich wieder in Innsbruck war, weil natürlich halt erstmal das Adrenalin an. Ich habe mich unheimlich für Katie gefreut. Sie ist halt im North Face Team meine enge Freundin und ich wusste, dass sie beim UTMB topfit ist. Sie war meine Geheimfavoritin vorher. Sodass in den Tagen so ein bisschen die Anspannung noch angehalten hat, für sie mitzufiebern. Aber als ich dann hier war, war ja eigentlich alles ein bisschen verloren. Ich war so unfassbar untröstlich. Ja. Und ich weiß, es kommen ultra viele UTMBs und ich bin jung und das kann immer mal passieren und das war nichts, was ich jetzt beeinflussen konnte, aber ich war einfach so enttäuscht, weil das ganze Jahr so darauf ausgelegt war. Naja, vor allem du hast ja, das war das Highlight und danach war gar nichts geplant, genau. Einfach nur
alles hinfokussiert auf genau das Rennen. Und wenn dann das Rennen halt aus irgendeinem Grund, den du jetzt nicht, wenn du jetzt wahrscheinlich nicht geschaut hättest und es hätte dich einfach nach vorne überkaut und du haust dir die Nase an und fängst zum Bluten an und du musst raus, weil du einfach doof warst beim Laufen und sagst, na gut, ich war jetzt blöd. Hab ich gut hingekriegt. Das wäre auch typisch für mich eigentlich. Also das kann passieren. Ich glaube, das aber, ist aber in dem Fall kannst du ja nichts dafür und denkst dir, okay, eigentlich alles top gelaufen und dann passiert irgendwas. Das ist so, wie wenn du vom Blitz getroffen wirst, wirst du halt vom Stock getroffen. Und das an einer deiner Schwachstellen, soweit ich das mitbekommen habe, weil du ja, wenn dich was aufregt, Nasenbluten, wenn du aufgeregt bist, Nasenbluten, wenn dich ein Stock trifft, Nasenbluten. Ja, und wenn mich jemand ganz doll verunsichert oder es Streit gibt, Nasenbluten. Und jedes Mal, wenn ich in diese Medical-Schuhe gelaufen bin und schon gesehen habe, sie gehen auf mich zu, Nasenbluten. So war's. Und dann haben sie auch immer versucht, die Nase zu reinigen und ich habe immer versucht zu sagen, nein, da ist eine Wunde. Durch das Reinigen wird es nur schlimmer. Ja. Es war genauso, es war einfach, ein kleiner Horrorkampf und ich weiß, es ist irgendwo ihre Verantwortung, sie können nicht Leute mit Nasenbluten weiterlaufen lassen, das verstehe ich total, aber für mich war das in dem Moment nicht zu begreifen, wieso sie nicht begreifen wollen, dass ich das auf eigene Verantwortung will, dass die Wunde in der Nase ist, dass ich habe sogar halt danach gesagt, hätten sie mich mal im Auge getroffen, die Stöcke, weil dann hätte ich weiterlaufen dürfen. Klar, auf Dauer wäre das viel, viel schlimmer gewesen, so ein Nasencut, das ist jetzt verheilt, aber ja, es hat mich einfach irgendwie aus der Bahn geworfen, ohne dass ich es beeinflussen konnte. Nee, weil wenn man deine Vergangenheit kennt, weiß man ja, dass du auch durchaus mit gebrochenem hier oder gebrochenem da, also ob das jetzt die Schulter ist oder der Fuß, trotzdem weiterläufst und erst später dann drüber nachdenkst, ob das eine gute Idee war. Und beim Nasenbluten ist halt etwas super Offensichtliches. Weil wenn dir Blut aus dem Gesicht spritzt, dann ist es halt auch echt schwer zu übersehen. Da ist jetzt eine Oberschenkelwunde, wo eine Hose drüber ist. Wenn du laufen kannst, lauf halt. Ja, eben, oder ein aufgeschlagenes Knie, da würde mich niemand aufhalten. Und wie du schon gesagt hast, ich bin sehr, sehr schmerzresistent. Das hat Vor- und Nachteile, weil es hat eben auch den Nachteil, dass wenn ich mich im Rennen verletze, ich weiterlaufe. Also ob es ein gebrochenes Schlüsselbein ist oder ein Fuß, da kenne ich erstmal nichts. Das ist sicher nicht nur positiv, das will ich jetzt überhaupt nicht sagen. Aber ich hatte keine Schmerzen an der Nase. Also ich habe eine riesige Wunde da gehabt, die immer noch, wenn ich die Nase putze, die ich immer noch spüre. Mhm. Aber ich hatte keine Schmerzen an der Nase. Ich hatte einfach nur Nasenbluten. Und ich wollte, während ich gelaufen bin, nicht begreifen, dass mich das heute daran hindert, hier weiterzulaufen. Ja. Das war echt schwierig. Aber und immer wieder Leute, die ich eingeholt habe oder die mich gesehen haben am Streckenrand, ob sie mir helfen sollen, ob ich nicht aussteigen will. Und ich habe immer gedacht, wieso denn? Es ist doch nur eine Nase. Aber ja. Es schaut von außen dann auch nochmal ganz anders aus. Wie gesagt, wenn jemand aus dem Gesicht blutet und du ja von außen betrachtet, also ich weiß nicht, ob es so ist, aber von außen betrachtet doch einen sehr hohen Anteil Competition und Rennpferd in dir trägst. Und Genuss und Landschaft ist im Training gut und schön, aber im Wettkampf ist halt Wettkampf angesagt. Nee, total. Aber dafür hat sich dann unverhofft der Transalpin angemeldet. Ja, ich denke jetzt im Nachhinein, vielleicht sollte es so sein, weil einen Tag vorm Transalpin hat mich eben Sebastian Heilmann, ob ich mit ihm den Transalpin laufe im Mix. Und ich habe gedacht, das ist ein Zeichen. Und ich hatte schon die ganzen letzten Monate so ein bisschen FOMO. Ich habe schon Philipp gefragt, ob er mit mir läuft. Und ich glaube, das sollte irgendwie so sein. Ja, der Transalpine Run war dann, ich war natürlich nicht ideal vorbereitet, weil ich war für den CCC vorbereitet. Mhm. Ich bin nach 55 Kilometern eben raus. Und habe danach gleich das Training fortgesetzt, weil ich mir gedacht habe, ich laufe dann woanders noch ein 100er, weil das Training habe ich hier in den Beinen. Und bin, als ich am Samstag gestartet bin, momentan halt aus einer Trainingswoche gestartet. Ich habe klar dann am Freitag, nachdem wir telefoniert haben, pausiert, aber vorher ganz normal Kilometer geschraubt. Und ich war nicht vorbereitet auf ein Vertical oder auf kurze Strecken, aber es hat alles geklappt. Und wir haben gewonnen und ich hatte eine richtig tolle Woche. Ich konnte richtig von Herzen lachen und den CCC vergessen. Und jetzt tut mir der CCC auch nicht mehr so weh, muss ich sagen. Ja.
Na, ich glaube, das bringt dann schon nochmal so richtig wieder zurück Aufschwung, wenn man nach total. So einem Tief echt bei seinem Lebenslauf dann ja. Wieder eben. Einen Erfolg feiert. Jetzt, dir fehlt ja in dem ganzen Transalpin-Universum, ich freue mich ja schon auf 2023, wenn du die Gesamtwertung gewinnst. Das ist eigentlich die Gesamtwertung, das ist die Zieleinlaufliste, weil das ist das Einzige, was noch fehlt. Ja, die Männerkategorie, aber ich glaube, da kriegen wir mich nicht unter. Na, also, ja, klar, es klingt so von außen, als ist es super leicht, weil ich habe jetzt dreimal in Folge gewonnen, ich habe dreimal in Folge alle Einzeletappen und den Gesamtsieg geholt, aber es war trotzdem harte Arbeit. Also, ich hatte mit Sebastian dieses Jahr einen Traumpartner, weil er hat alles versucht, um mich zu unterstützen. Er hat, wenn er gemerkt hat, dass es mir schwerer fällt, auf mich eingeredet und mich abgelenkt. Er hat ja versucht, mich so gut zu supporten, wie es ging, war immer für mich da und hat mich gelobt, egal wie schlecht ich gerade war. Also das muss man ihm echt zugute halten. Aber klar war es trotzdem ein hartes Stück Arbeit. Ich hatte unter der Woche schon mit Problemen zu tun. Ich hatte auch da mit Magenproblemen zu tun. Und erfahrungsgemäß hat man davon dann immer ein paar Tage was, weil das leider nach einem Tag nicht gut ist. Oder mir hat das Knie dann ein bisschen wehgetan. Wie ist das bei dir eigentlich mit also du hast ja schon gesagt, mal ein Problem Innsbruck, jetzt auch im Transalpin. Wie legst du so die ganze Nutrition-Geschichte an? Also wie verpflegst du dich während dem Wettkampf? Wie trainierst du das? Weil offenbar jetzt eine Nase ist vielleicht jetzt dann nicht deine größte Stärke. Magen offenbar jetzt auch nicht ja, der Hammer. Wie gehst du mit diesen Dingen um? Also bei der Nase kannst du jetzt nicht viel machen, das ist schon klar, aber beim Magen? Ja, na also eben durch den Hintergrund eigentlich Bahn- und Straßenlauf ist es, glaube ich, so, ich habe nie bei Rennen was gegessen. Klar, ich war 15 Minuten unterwegs und dann war es vorbei. Und ich habe 3 Stunden vorher das letzte Mal was gegessen und danach ging es dann erst Pasta essen oder Pizza essen. Oder es war nie ein Thema Rennverpflegung. Und ich muss sagen, ich habe auch all meine Marathons vorher beim Trail-Bereich, egal ob es in der Golden Trail World Series ist, ob es beim Zugspitz war, ich habe nie was gegessen. Ich bin wunderbar dort durchgekommen, 4-5 Stunden ohne Essen. Respekt. Und das ist halt was, ja, was ich habe unheimlich viel schon immer nüchtern trainiert, weil wir eben im Internat früher viel Frühtraining hatten vor der Schule und ich da einfach schon gemerkt habe, okay, es klappt für mich nicht so gut mit vollem Magen, sodass ich immer noch viel nüchtern trainiere. Also mein Körper ist sehr leistungsfähig ohne Aufnahme. Aber bei den Ultrageschichten ist es halt super wichtig. Und das ist was dieses Jahr auf jeden Fall mein großes Problem war und wo noch ganz viel Verbesserungspotenzial nach oben ist. Vom IATF will ich gar nicht reden, weil ich habe während des ganzen IATFs ein Viertel Cliff Bar gegessen. Das ist alles. Das ist brutal. Aber ich muss sagen, ich wusste es vorher schon, weil ich kenne es aus dem Training. Ich kann kaum was aufnehmen. Deswegen war ich vorher hier bei Sportlabor in Innsbruck. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Wir haben mit dem Andreas Ratz gesprochen und der hat mich dann sozusagen eingestellt. Er hat mir vorgerechnet, so und so viel Kohlenhydrate brauchst du. Das heißt, du machst in dein Getränk so und so viel Pulver und wenn du das trinkst, schaffst du es, auch wenn du nichts isst. Und das hat mich echt darüber gerettet, weil gerade als mein Magen so schlimm war, ich habe immer versucht, trotzdem was zu trinken. Und klar, das hat nicht so es hat nicht so perfekt gepasst, wie der Plan war, weil mit schlechtem Magen kann man dann nicht literweise was trinken. Ja. Aber ich habe nicht nichts aufgenommen, sondern wenn ich dann was getrunken habe, habe ich auch Kohlenhydrate, Kalorien, alles aufnehmen können. Und so war es auch jetzt beim Transalpin. Also ich habe während der Etappen eigentlich nie was gegessen. Ich habe immer nur getrunken, aber ich habe immer ganz viel Sportlabor getrunken und da weiß ich dann, okay, so kriege ich trotzdem die Nährstoffe, die ich brauche. So kann ich mich trotzdem befüllen und muss mir nicht zu viel Gedanken um den Magen machen und das ist schon wichtig. Nein, aber die verlinken wir auch direkt gleich. Sprich, du machst es mit Flüssignahrung im Endeffekt. Genau. Also bist jetzt nicht der Gel-Junkie, so wie ich. Ja, ich habe noch nie Gel im Lauf genommen, weil das da ist bei mir. Also ich habe in Innsbruck 26 genommen. Wow, also das beeindruckt mich. Wirklich, ich nehme den Hut ab vor allen Leuten, die so viel Gel essen können. Weil das ist für mich viel beeindruckender als 100 Kilometer laufen. Ich kann das nicht, das kann mein Magen nicht. Ich weiß nicht, wieso. Ich hoffe, dass es jetzt da bald, also wir nehmen jetzt da vorm Julian Alps auf, gut funktioniert, weil... Läufst du den 100er? Genau. Ah, okay, weil da, ich wäre eigentlich auch den 100er gelaufen. Das war eben der Plan B zum CCC. Aber man kann nachnennen.
Nein, ich bin sogar nicht auf Platz. Na, sie haben mich eingeladen dann, aber ja, mit dem Transalpin jetzt ist es unvernünftig. Ich muss erstmal noch, ich muss vernünftig regenerieren, damit ich nicht mit einer Verletzung in die Saisonpause starte. Also es ist noch nicht vom Tisch, dass ich noch einen 100er mache dieses Jahr, aber es wird nicht in Slowenien sein, weil das ist jetzt zu dicht dran. Ja. Ja. Aber es soll so wunderschön sein, ich möchte unbedingt nächstes Jahr hin. Also du kriegst all meine Euphorie mit. Ja, ich werde berichten. Ja, da bin ich gespannt. Ich glaube, ihr lauft viel in der Nacht, weil der Start ist erst um 21 Uhr. Genau. Wobei, ich freue mich drauf, wenn mein Zeitplan aufgeht. Dann müsste ich nach meinem Zeitplan um 11 Uhr, also vor Mittagessen im Ziel sein. Ja. Aber der Anstieg, also der Batschakofel Sloweniens quasi, vom Anstieg, weil das sind 8 Kilometer, sonst 1500 ungefähr rauf, der ist bei Kilometer 65 bis 70 oder so irgendwas um den Dreh. Und wenn meine Timetable stimmt, müsste ich oben ankommen auf 2100 Meter bei Sonnenaufgang. Und dann oben den ganzen Bergkamm entlang mit dem Sonnenaufgang im Rücken. Ich glaube, das kann schon sehr geil sein. Na, also klar, wenn man einen guten Magen hat, ist das wirklich cool. Aber so, das habe ich nämlich dann auch gedacht, nachdem ich für mich festgelegt hatte, dass ich statt CCC da 100 laufe. 21 Uhr Start ist für meinen Magen nicht gut. Weil ich es nicht gewohnt bin, nachts zu essen, nachts zu trinken oder zu laufen, sondern da schlafe, das wird sicher ein Problem. Aber wenn man einen guten Magen hat, und den hast du offensichtlich, wer so viel Gels aufnehmen kann, hat einen Magen aus Stahl, dann wird das kein Problem. Nein, ich, was mich interessiert ist, Gels mittragen kann man ja. Also ich trage die erste Hälfte halt vorher mit, dann Dropback, dann die zweite Hälfte. Mhm. Weil Essen, ich habe nicht mal ein Viertel Cliffbar in Innsbruck geschafft, weil es ging nicht durch den Hals runter. Ich wollte schlucken, aber es ging nicht. Aber ja, wie machst du das? Wie machst du das? Genau, dort habe ich es auch probiert. aber wie machst du das mit der Flüssignahrung? Hast du dann irgendwelche Sachets mit, die du nachfüllst bei den Labestationen? Weil es gibt ja lange Läufe, wo du immer Support haben kannst und darfst bei jeder Verpflegung, okay, dann könntest du immer die Flasks austauschen. Aber wenn das jetzt so ist wie zum Beispiel bei der UTMB-Woche, also beim CCC geht es ja noch, aber bei dem ganz erste langen. Verpflegung erst bei 55. Ja, und beim UTMB ist es noch schlimmer, weil da hast du dann nur ein Contamin und dann wäre es wieder ein Courmayeur-Support erlaubt. Und wenn du dann nur auf Flüssignahrung bist, nimmst du dann Pulver mit oder wie ist dann die Logistik? Genau, also ich habe es jetzt falsch gesagt, das ist nicht die erste Verpflegung erst bei 55, sondern die erste erlaubte Support-Verpflegung von der Crew. Na, also in Innsbruck war es halt ideal, dass überall bei den Verpflegungen ja erlaubt, dass man supportet wird. Mhm. Da haben immer Johannes und Katharina, haben die ganze Nacht mit mir mitgelitten. Die haben immer da gestanden mit neu aufgefüllten Flaschen. Klar, ich habe nicht so viel getrunken, wie der Plan war, deswegen habe ich nicht immer die neuen Flaschen mitgenommen, aber da war das vorher, habe ich ihm das zusammengepackt, immer ein Sachet mit einer Flasche und dazu geschrieben, wie viel Wasser, wie viel Pulver, sodass ich wusste, der Nutrition-Plan passt. Beim CCC war das schon schwieriger, wie du sagst, also da hatte ich für die ersten 55 Kilometer für die Verpflegungsstation hinten eine leere Flasche drin, wo ich schon das Pulver reingemacht hatte. Ich glaube, zwei hatte ich drin, die hatte ich einfach ausgetauscht. Ja. Habe ich dann halt auch nicht geschafft, weil ich immer bei den Medicals war und froh war, wenn sie mich haben gehen lassen. Aber so war da der Plan und so habe ich es auch beim Transalpin gemacht. Also ich habe immer die erste VP, da waren immer so drei VPs, die erste immer ausgelassen. Für die zweite und dritte hatte ich immer eine leere Flasche hinten drin, wo nur das Pulver schon drin war zum Auffüllen und damit laufen. Ja. Und so habe ich das eigentlich immer. Und dann bei der letzten VP, da nehme ich immer nur noch Cola, weil da spüre ich dann nur noch drauf, dass der Zucker kickt und so. Den Rest gibt. Alle Zuhörer, merkt euch das. Die Nächste, die auf Cola schwört, so wie wir. Wir haben nämlich jetzt dann bald eine Diskussion mit mehreren Ernährungsphilosophien, wo einer ganz strikt gegen Cola ist und der Rest dafür. Das wird großartig. Ja, da hatte ich auch lustige Gespräche mit Sebastian zu beim Transalpin. Er hat sich immer lustig gemacht, dass es so ungesund ist, aber ich habe es so dringend gebraucht und er hat sich immer darum gekümmert, weil die haben das ganz oft mit Wasser verdünnt, dass es möglichst nicht mit Wasser verdünnt ist. Und
Na, weil ich habe immer gesagt, bei der letzten VP, die Cola, die brauche ich einfach. Und wenn es für den Kopf ist, ich brauche das Gefühl, die gibt mir nochmal den letzten Schwupps, den ich brauche. Ja. Und was hoffentlich irgendwann die Veranstalter lernen, ist, lasst das Cola bitte ausrauchen. Also die Kohlensäure ist das, was du überhaupt nicht brauchst. Total schlimm. Aber deswegen, also wenn mich der Johannes, mein Freund, verpflegt, der schüttelt die Kohlensäure immer überall raus. Da weiß ich immer, okay, das klappt. Das ist echt ideal, aber das, ja, das verstehe ich auch nicht, wieso, also wieso man das nicht lernt. Ja, ich glaube, das ist, wenn Läufer in der Verpflegung stehen, ich glaube, die würden es machen. Wenn dort Freiwillige stehen, höchster und tiefster Respekt für jeden Freiwilligen bei welchem Lauf, weil ohne die funktioniert gar nichts. Nur die können sich nicht vorstellen, dass eine Cola ohne Kohlensäure überhaupt nur trinkbar ist. Aber es ist mit Kohlensäure, es ist nicht gut. Macht's das nicht. Aber da fällt mir noch was Lustiges ein zum CCC, als ich bei der zweiten VP auf der Liege liegen musste. Na, es war nicht richtig Liege, sondern mehr ein Stuhl, weil das waren eben diese aufgestellten Zelte oben. Da hat, weil ich halt von der Kälte und dem immer Warten so gezittert habe, dann eine von der VP ist gut gemeint und ist gekommen mit einer Flasche Cola und Gulaschsuppe und meinte, sie füllt mir damit die Flaschen auf. Sie hat die 1,5 Liter Cola-Flasche ist auf mich draufgefallen und ich hatte alles von oben bis unten voll mit Cola. Es hat sich die Cola mit Blut gemischt und vor lauter Schreck, als sie die aufheben wollte, ist ihr auch noch die Gulaschsuppe auf meine Schuhe gefallen. Es war wirklich, also zu dem Zeitpunkt konnte ich mich überhaupt nicht mehr aufregen. Wirklich, ich war so tiefenentspannt. Ich habe gesagt, es ist überhaupt kein Problem, weil ich überhaupt nicht wusste, wohin mit meinen Emotionen. Ich habe einfach nur ganz still gesagt, es ist kein Problem und kann ich weiterlaufen. Aber das war eigentlich die Kirsche on top. Also der CCC, das war eine schlimme Erfahrung, kann ich sagen. Der CCC 2022, es ist angerichtet. Aber echt, ich konnte irgendwann nichts mehr aus der Fassung bringen. Ich habe es einfach nur noch hingenommen. Und die hat es aber wirklich gut gemeint. Die hat einfach gesehen, dass ich gefroren habe und wird sich gedacht haben, ach, das Mädchen verträgt jetzt eine gute Gulaschsuppe. Ja, in den Schuhen, weil es immer nass und kalt. Ja. Aber ja, sie meint es nur gut. Ja, gut gemeint und gut gemacht, ja. das war aber eine wunderschöne Zusammenfassung des CCCs, glaube ich. Das sagt alles aus über den Lauf. Es kann nächstes Jahr nur besser werden, lass uns das festhalten. Es kann nur besser werden. Apropos nächstes Jahr, wo soll es eigentlich, also wo willst du grundsätzlich hin? Was ist nächstes Jahr? Weil nächstes Jahr ist ja auch ist ja nicht nur der IATF, sondern eine Woche später die Trail- und Mountainrunning-Weltmeisterschaft in Innsbruck. Genau. Und du bist ja Ambassador oder Aushängeschild oder Gesicht, der Local-Gesicht oder wie auch immer. Ja, ich muss sagen, ich fühle mich richtig geehrt, weil eigentlich, ich bin halt nur zugezogen, ich bin keine Tirolerin, aber ich darf so die Trail-WM nach außen tragen. Und ich war gerade bei der Pressekonferenz gestern, der Film, die Fotos, das ist alles unglaublich schön geworden. Ich muss sagen, wenn man das sieht, will man sicher herkommen. Die Strecken sind richtig cool. Also ich kenne sie eben jetzt vom Shooting, die 80er-Strecke. Natürlich wäre das mein großes Ziel fürs nächste Jahr und mein Wunsch, hier bei der Trail-WM in Innsbruck über die 80 zu starten oder 85 sind es. Aber die Nominierungsrichtlinien zum Beispiel in Deutschland, also für den DLV, sind noch nicht draußen. Und ich weiß, dass ich da auch nicht so ganz gute Karten habe bei der Nominierung, weil bisher hatte auch immer so ein bisschen was Persönliches mitgeschwungen. Und na, da bin ich, glaube ich, nicht die Erste, die nominiert wird, leider. Aber klar, das wäre mein Wunsch. Ja, die Nominierungen dort laufen ja, glaube ich, wenn ich es jetzt da richtig verstehe, nicht nach, was nicht, ITRA-Ranking oder UTB, sondern es wird, diese WM wird ausgerichtet von den nationalen Leichtathletikverbänden, die dann halt verschiedene Nominierungsrichtlinien haben. Das heißt, du würdest jetzt da für Deutschland vom DLV nominiert werden, der das nach was auch immer er das tut, und der ÖLV genauso. Und keine Ahnung, und da ob man dann. Muss man leider sagen, in Deutschland auf jeden Fall ist der Hintergrund vor allem halt Bahn, Straße und vielleicht höchstens noch Berglauf, sodass vor allem immer Straßen- und Bahnläufer nominiert werden. Und ich laufe nicht mehr auf der Straße und Bahn. Seit meinem ersten Trailrennen habe ich das hinter mir gelassen. Und wenn, dann wird mich mein Bergläufer nominiert. Also da stehen meine Karten einfach nicht so gut, das muss ich ehrlich leider sagen. Aber es wäre mein Wunsch und es wäre natürlich mein Ziel.
hier vor heimischer Kulisse bei der WM zu starten. Sollte es nicht klappen, laufe ich im Rahmen vom IATF oder vom Stubai. Die sind ja davor und danach. Mhm. Ich lasse mir auf jeden Fall nicht nehmen, hier zu rennen in Innsbruck und mein Bestes zu geben. Und also insgesamt, weil ich die Frage immer wieder kriege, es stimmt schon, ich bin bisher die kürzeren Strecken gelaufen, also die 30er, 40er, 50er und jetzt dieses Jahr eigentlich aus dem Nichts die Ultras. Aber die Ultras liegen mir schon gut und machen mir voll Spaß. Also ich glaube, es wird schon erstmal Richtung Ultras bleiben. Vielleicht, ja, wenn es so wie dieses Jahr... Das ist eine blöde Frage für jeden, der jetzt diese Szene nicht kennt. Aber weil ich mir mal so bist du eher bei den kurzen Ultras unter Anführungszeichen oder bei den langen unterwegs, weil normale Menschen, die Halbmarathon laufen und du sagst, laufst einen kurzen Ultra, frag die trotzdem, ob du bescheuert bist. Aber bist du eher bei den 60 oder bei den 170 unterwegs? Was ist eher dein? Papa sagt jedes Mal, ja Ida, erinnerst du dich nicht, dass das eigentlich so war bei der Bahn und Straße, man macht einen Marathon als Ziel fürs Jahr und nicht, ich laufe bei jedem Event mindestens 40 Kilometer. Na, aber ja, ich würde sagen, ab 60 aufwärts, also 170 ist noch zu lang für mich, dafür bin ich noch zu jung. Ich möchte es nicht ausschließen, weil natürlich liebäugel ich mit dem UTMB in den kommenden Jahren. Aber, und es kann auch immer noch sein, dass ich so ein paar Abstecher auf die 40er und 30er Distanzen aus der GTWS oder so laufe. Oder so wie dieses Jahr eben im Pitztal, also aus dem Training heraus, das taugt mir schon. Aber grundsätzlich gefällt mir schon die lange Strecke echt gut und ja, ich finde, es ist auch Zeit, dass wir da von den jüngeren Läufern zeigen können, man muss nicht erst abwarten, bis man, weiß ich nicht, 30 ist, um die Ultradistanzen zu laufen. Und ich glaube, der CCC dieses Jahr mit so einem enorm starken Frauenfeld hat das auf jeden Fall gut gezeigt. Wir waren viele, viele junge Mädels. Ich glaube, das Einzige, was man wirklich aufpassen muss, das ist jetzt dann nicht, dass junge Athleten und Athletinnen nicht lange Distanzen laufen, das ist ja okay, aber man neigt in den 20ern dazu, wenn was gut klappt, es intensiv und oft zu tun. Und ja, wenn du dann, wenn dein Körper noch nicht 10, 15 Jahre Aufbauarbeit hinter sich hat und du laufst dann in einem Jahr 700er, dann klappt das wahrscheinlich auch ein, zwei Jahre. Aber dann ist halt Hals abwärts alles kaputt. Ja, total. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt auf diese Saison schaue, also IATF war Anfang Mai, da habe ich den 110er gewonnen. Dann habe ich 3 Wochen regeneriert, bin dann in Annecy für The North Face in der Staffel 20 Kilometer gelaufen, haben die auch gewonnen. Aber da habe ich schon gemerkt, okay, 100% erholt bin ich noch nicht. Dann bin ich als nächstes Rennen im Juni, Mitte, Ende Juni in der Schweiz gelaufen bei den 55. Da habe ich gemerkt, okay, es passt wieder alles. Da bin ich aus dem Training rausgelaufen. Und dann bin ich im Juli kein einziges Rennen gelaufen. Ich bin nur eben noch diese FKT gelaufen. Und es haben so viele Menschen gefragt, was mit mir los ist, ob ich verletzt bin, wieso ich keine Rennen mehr laufe. Da habe ich auch gedacht, naja, weil ich schon diverse Rennkilometer dieses Jahr in den Beinen habe. Und dann bin ich Piz Alpine aus dem Training heraus eben den Marathon gelaufen und wäre als nächstes eben 100 Kilometer beim CCC gelaufen, wenn es nach Plan gelaufen wäre. Und das hätte gereicht, damit wäre die Saison vorbei gewesen, weil es sind einfach unheimlich viele Kilometer. Und klar, dafür sind es dann nur 4, 5 Rennen, aber es sind auf die Stunden gesehen unheimlich viele Rennbelastungsstunden. Und da war ich auch fasziniert und habe auch immer wieder zu Johannes gesagt, wie kurzlebig der Sport doch manchmal ist, weil man ist in der einen Woche der Held, weil man die 110 gewinnt und in der nächsten Woche fragen sie sich, naja, wo ist Ida denn jetzt? Wieso läuft sie denn hier nicht den 30er? Wo man denkt, es sind auch sehr, sehr viele Rennen. Also gerade im Sommer ist es ja extrem dicht, was denn dann nicht alles ist an großartigen Rennen. Aber ich habe jetzt eigentlich gemeint, entweder du hast es ja gelernt quasi von der Pike auf, wie viel Regeneration du brauchst und manche fallen da so rein. Ich glaube, da ist es dann super wichtig, dass du irgendjemand erfahrenen Trainer, Trainerin, irgendjemand an der Seite hast, der sagt, Kinder, mach im März was, mach im Juni was, mach einen entspannten im August von mir aus und dann hau rein im September oder keine Ahnung, also aufgeteilt und versuch nicht in 6 Wochen 300er umzubringen. Ganz genau. Und klar, ich habe das auch eigentlich nur mit Schmerz gemerkt, also oder gelernt. Ich bin im Bahn- und Straßenlauf dann groß geworden und habe dann mit meinen Verletzungsjahren gemerkt,
okay, so ist das, wenn man dann eine Stressfraktur hat, so ist das, wenn dann die Werte nicht mehr stimmen, wenn dann der Eisen nicht mehr stimmt, wenn man im Übertraining ist. Und das wünsche ich niemandem, aber am Ende des Tages war das für mich das, wieso ich heute früh von meinem Körper Anzeichen erkenne, wieso ich genau sagen kann, wann ich erholt bin und wann ich wieder bereit bin zu rennen und wann nicht. Aber ja, das Bewusstsein ist auf jeden Fall wichtig und da muss man gut auf sich aufpassen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, glaube ich, dass man gut auf sich aufpassen muss. Und du hast das sehr früh gelernt, weswegen ich glaube, dass wir dich noch ganz, ganz lang und ganz, ganz viel sehen werden. Das hoffe ich doch. Und am besten beim UTMB mal richtig gut. Oh ja. Das wäre mein Wunsch. Ganz bestimmt. Und bevor ich es vergesse, wer jetzt da mehr über die Ida hören will, du machst mit dem Sascha vom Trailrunning Podcast eine ganze Serie. Also ich glaube, es sind jetzt schon 5 Folgen. Genau. 5 oder 6 sogar. Hört dort mal rein. Wir verlinken die natürlich auch. Da habt ihr dann insgesamt so 8-9 Stunden Ida im Ohr. Oh mein Gott, wer möchte sich das antun? Aber ja, Sascha hat ganz, ganz viele. Die Saison verfolgt. Mhm. Genau. Ja, und ich hoffe, wir hören uns auch wieder mal, beziehungsweise sehen uns vielleicht nächstes Jahr beim IATF. Ja, das wäre schön. Beim IATF oder der Trail WM, eins von beiden, aber auf jeden Fall hier. Genau, also ich habe es mir fest im Kalender schon eingetragen. Sehr gut. Und werde nach Innsbruck fahren. Alles klar. Und ganz, ganz viel Erfolg dir in Slowenien. Ich werde es verfolgen. Danke. Ich hoffe das Beste, auch wenn das Wetter jetzt sagt, es gibt 2 nicht gute Tage diese Woche. Freitag und Samstag. Aber beim IATF war das Wetter auch nicht gut und es hat uns in die Karten gespielt. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Ich hoffe auf das. Genau. Ja gut, dann herzlichen Dank dir. Und bis demnächst. Ja, danke. Danke. Ich habe zu danken. Ciao. Ciao.